Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Es ist wieder soweit, eine kleine Ausfahrt und ein Test steht an. Wir haben traumhaftes Wetter, Sonnenschein im Herbst, allerdings ein bisschen frisch, glaube 8 oder 9 Grad heute am Sonntag. Aber trotz alledem wollte ich heute mal ein bisschen raus und meine Felgen mal testen. Ich habe ja jetzt die 13 Zoll Felgen mit neuen Reifen drauf und die werde ich heute mal testen, auch auf der Autobahn mal, um mal zu sehen, wie der gerade Auslauf ist, die Spurstabilität und natürlich auch die Höchstgeschwindigkeit. Und ich werde euch gleich bei der Fahrt mal erzählen, wie jetzt genau meine Konfiguration aussieht. Hab wieder ein bisschen was geändert. Ja, mach einfach mal einen kleinen Fahrtest und nachher auch einen Topspeed-Test, den ja immer viele interessiert. Jetzt mit den 13 Zoll Felgen. Und dann würde ich sagen, geht's mal los. Ich ziehe meine Handschuhe an. Heute ist sehr kalt, deshalb habe ich heute mal meine neuen heizbaren Handschuhe angezogen. Die sind super. Ich habe zwar Heizgriffe, aber wenn man es mal genau nimmt, heizen Heizgriffe ja immer nur innen, die Innenfläche. Wo wird es aber kalt? Meistens außen, da wo der Wind gegenkommt. Bei mir nur nicht so viel, weil ich die Scheibe dran habe, meine gekürzte. Aber meistens ist ja eher die Außenseite. Und diese Handschuhe, die wärmen außen und innen. Traumhaft. Haben mehrere Stufen zum Einstellen. Sind jetzt welche von Magna, da gibt es ganz viele verschiedene. Ich gucke mal, ob ich den Link noch finde. Dann packe ich euch den mal unten in die Videobeschreibung rein. Tolle Sache. Also jetzt für die kalte Jahreszeit, wer da dann noch fährt. Oder auch im Frühjahr, wenn es noch frisch ist. Super Handschuhe, gut gepolstert, überall Protektoren drin. Hier noch so ein Abstreifer fürs Visier, wenn es mal regnet. Drei Stufen zum Einstellen, dann kann man hier am Handgelenk das Ganze noch ein bisschen enger machen. Hier hinten geht es dann über die Jacke rüber. Tolle Sache. Also wer keine Heizgriffe sich anbauen will, kann ich verstehen. Also die Originalgriffe vielleicht lässt. Dann sind so heizbare Handschuhe tolle Sache. So, genug geredet. Ich würde mal sagen, los geht's. Bei dem Wetter macht es natürlich jetzt auch richtig Spaß, mal eine schöne Ausfahrt zu machen. Und da muss ich sagen, finde ich den Herbst wirklich toll, denn es ist jetzt noch nicht so ganz kalt wie im Winter. Ich fahre ja meistens auch im Winter, wenn es jetzt nicht gerade schneit und glatter es ist. Aber guckt euch mal diese Farben an, das ist doch traumhaft, oder? Also ich liebe wirklich diese Herbstfarben, dieses Orange. Wunderschön. Allerdings, wenn ihr fahrt, dann bitte vorsichtig, denn wie man ja sieht, hier ist zwar schon so ein bisschen weggeräumt, aber man hat natürlich überall die Blätter auf den Straßen und das kann wie Schmierseife werden, wenn man dann da raufkommt. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Smartphone hier schon befestigt mit der Tacho-App, denn ich möchte natürlich auch kontrollieren, wie mein Tacho jetzt läuft, ob der genau läuft, ob er nach vor läuft oder wie da das Verhältnis ist. Ich gucke mal gerade, ich fahre mal 60. So, jetzt bin ich bei 60 und ja, jetzt bin ich ein bisschen drüber. Ist immer schwierig beim Analog zu gucken. Jetzt 60, 57. Also eine relativ geringe Abweichung. Es ist immer noch mehr als normal, aber ich glaube nicht mehr so viel, wie es vorher war. Denn bei jeder Vespa hat man immer diese Tachoabweichung. Und die ist jetzt definitiv geringer, denn ich erzähle euch mal kurz die Konfiguration jetzt im Augenblick. Ich habe ja die 13 Zoll Felgen mit vorne 130 60 13 Reifen von Michelin, die City Grip 2. Hinten habe ich einen 140er Reifen drauf, 140 60 13, den Michelin. Und dann die 13 Zoll Felgen von BGM. Dazu kommt ein Tonrad, was ich verbaut habe. Und zwar das Kübler Tonrad. Schön in diesen Kurven. Ja, also die Reifen mit den Felgen, die fahren sich schon wirklich super. Ich erzähle euch da gleich auch noch ein bisschen mehr zu. So, Helmvisier erstmal richtig zumachen, sonst wird es laut. Ich habe auch die Scheibe dran gelassen. Ganz bewusst, denn ich fahre jetzt im Winter und Herbst meistens mit der Scheibe. Von daher, wenn ich so eine Vergleichstests mache, dann macht es Sinn, das schon mit der Scheibe zu machen, die ich meistens fahre. Natürlich könnte es sein, dass es ohne Scheibe ein bisschen schneller ist. Aber darauf kommt es mir nicht an. Ich will nur sehen, wie es im Verhältnis zu vorher ist. Und ob die jetzt so viel mehr Wind wegnimmt wie ich. Ich bin ja relativ groß, 1,88. Das weiß ich jetzt nicht, weil wenn ich mich gerade hinsetze, dann ist die ungefähr so, ja, in meiner Schulterhöhe oben, ein bisschen höher vielleicht. Ich bin ein bisschen breiter als die Scheibe, also ich glaube, ein großer Fahrer nimmt genauso viel Wind weg. Aber darum geht es jetzt heute nicht, das Optimum zu erreichen, sondern nur im Vergleich zu vorher. Also Konfiguration, 13 Zoll
Felgen 13 Zoll Reifen, das Kübler Tonrad für 13 Zoll und ich habe in der Variomatik die Tech-Pullis verbaut mit dem Originalgewicht, also mit 14 Gramm. Ich habe also nicht die leichten gewählt, mit denen man eine etwas bessere Beschleunigung hätte, sondern habe die mit dem Originalgewicht drin. Auspuff ist zurzeit wieder der Original Vespa Auspuff dran. Den Arrow habe ich gerade mal wieder abgebaut jetzt für diese Tests und werde jetzt heute einfach mal testen, wie der Topspeed ist. So. Jetzt lasse ich mal ein bisschen Platz, gebe mal Vollgas. Topcase habe ich auch abgemacht, also ist jetzt wirklich bis auf die Scheibe nichts dran. Gut, Gepäckträger vorne ist dran. So, 115 laut GPS. 120 Tacho, 117, 118. Ja, die 120 schafft er viel weiter rüber. Geht es jetzt auch nicht, zumindest nicht bei dem Wind. Und ich werde jetzt sowieso mal in die andere Richtung fahren. Einfach mal rasch eine Wendung, dann habe ich den Wind vielleicht nicht direkt von vorne, sondern ein bisschen seitlich. Weil starker Wind macht bei der Vespa schon ein bisschen was aus. Ich erzähle euch nachher auch noch ein bisschen was so zu meinen Fahreindrücken jetzt mit den 13 Zoll Felgen. Ob da ein großer Unterschied ist, ich hatte ja vor kurzem schon mal ein Video gemacht, aber jetzt wie gesagt nochmal die Fahreindrücke in etwas höherem Tempo mit dazu. Also Kurvenlage ist definitiv schon mal sehr gut. Ist natürlich auch immer so eine Reifensache, wenn ihr gute Reifen drauf habt, dann klebt natürlich das Fahrzeug auch immer ein bisschen besser auf der Straße. Die Michelin City Grip 2 sind wirklich super Reifen. Heidenau natürlich auch immer zu empfehlen. Je nachdem, ob ihr jetzt mit Profil oder ohne haben wollt. Die Heidenau K80, tolle Reifen, wenn ihr hauptsächlich Straße fahrt, wenn ihr so ein bisschen Profil haben wollt für besseren Grip, vielleicht auch mal auf Schotterwegen oder was auch immer, oder bei schlechtem Wetter, dann sind die K66 sehr gut, die ich bei meiner letzten Vespa drauf hatte. Da sage ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu, weil die hat ein anderes Reifenformat. So, jetzt gucken wir das Ganze uns noch mal in die andere Richtung an. So, und jetzt schauen wir mal, was wir so an Höchstgeschwindigkeit hinbekommen. Ja, jetzt ist wieder Wind, kann auch durch den LKW sein. Also 120, kein Problem. 118 laut GPS, 119. Also kann jetzt auch sein, dass durch die hohe Scheibe doch ein bisschen langsamer ist. Und wir haben wirklich ziemlich heftigen Wind heute. Also nicht ganz repräsentativ. Aber man kann an sich sagen, dass die Geschwindigkeit, und ich habe ja vorher den Vergleich der 12 Zoll Felgen, auch mit dem Kübler Tonrad, da lag ich auch so bei 120, knapp über 120. Man kriegt die sicherlich auch auf 130, ohne Probleme, aber naja, ob das dann noch so einen Spaß macht, ist die Frage. So, jetzt bin ich so bei 125 knapp, 121 GPS, ja, 122 jetzt. Ich glaube, viel mehr wird da jetzt, glaube ich, auch nicht passieren, so vom Gefühl her. Es ist zumindest nicht langsamer geworden, sondern bleibt bei den 120. Wenn ich jetzt die kleine Cruiserscheibe ranmachen würde, würde man vielleicht auf 125, vielleicht 130 kommen. Aber mir war jetzt nur wichtig zu sehen, wie ist das Verhältnis vom Tacho zum GPS. Und das liegt jetzt immer noch ein bisschen drüber. Aber nicht mehr so stark wie vorher. Ansonsten Fahrverhalten finde ich ist super. Also merkt man auch, gerade Auslauf ist besser. Viele haben ja in den Kommentaren geschrieben, naja, das ist ja gar nicht so viel größer, das 13 Zoll mit den 60er Reifen in der Höhe. Ein bisschen höher sind sie aber trotzdem noch.
Die Frage an Reifenprofis: Was sagt der zweite Wert aus? Millimeter oder das prozentuale Verhältnis zur Breite? Schreibt es mal in die Kommentare unten rein. Ja, ansonsten, ich finde schon, dass da ein Unterschied ist, was jetzt die... Oh, ich muss tanken. Das wundert mich jetzt aber. 140 Kilometer seit Volltanken. Jetzt gucken wir doch gleich mal erstmal, wo ich eine Tankstelle finde. Also die 70er waren etwas weicher natürlich als jetzt die 60er. Kennt man vom Auto, Niederquerschnittreifen. Ja, immer schön hart. Aber ein Riesenunterschied ist es nicht. Fahrverhalten meiner Meinung nach aber schon. Und das merkt man bei den unterschiedlichsten Sachen. Also Punkt A würde ich mal sagen, die Wendigkeit ist anders. So bei kleinen Kurven, da ist ein bisschen fester. Man muss die Vespa da ein bisschen mehr reindrücken. Dieses ganz extrem Wendige der 12 Zoll Felgen, das hat sich verändert. Auf der anderen Seite dafür, wenn es jetzt um den Geradeauslauf geht und bei langen Kurven so die Stabilität des Fahrzeugs, finde ich die 13 Zoll stabiler und der Geradeauslauf ist besser. Ist jetzt natürlich immer ganz subjektiv. Viele mögen sagen, ach, da ist doch gar kein Unterschied. Ich finde schon. Also wenn ihr das noch nicht gefahren habt, fahrt mal Probe. Jemand, der 13 Zoll hat, soll euch das mal leihen. Es ist definitiv ein Unterschied zu spüren und das merkt man. Natürlich, die Reifen sind auch breiter, 120, 30 normalerweise, jetzt 130, 140. Also auch da ist natürlich ein Unterschied im Fahrverhalten durch die breiteren Reifen. Also man merkt es auf jeden Fall. Ob besser oder schlechter, ja, das kommt jetzt natürlich immer auf den Verwendungszweck an. Dann ist natürlich auch mal die Frage der Optik. Ich finde, die schönsten Felgen nach wie vor sind natürlich meine 946er Felgen. Die passen auch super zu Ace, also da bin ich begeistert von. Wer ein bisschen mehr auf sportlich steht, für den sind vielleicht die 13 Zoll aber auch ganz gut, weil die sehen natürlich sportlicher aus, nicht so klassisch. Fahren sich auch ein bisschen, ja, jetzt bei schnellerem Fahren vielleicht besser als die kleinen 12er. Aber es ist wirklich Geschmackssache. Also man kann nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Wer hauptsächlich in der Stadt fährt und ein wendiges Fahrzeug möchte und die Quirligkeit der Vespa erhalten will, der soll bei 12 Zoll bleiben. Denn die Vespa fährt sich mit den 12 Zoll auch super. Wer viel Landstraße fährt, Touren macht, Autobahn vielleicht auch öfter fährt, da würde ich sagen, machen die 13 Zoll schon wieder Sinn, weil, wie gesagt, die Stabilität bei höherer Geschwindigkeit und der Geradeauslauf besser ist. Verbrauch kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe nicht, dass diese gelbe Lampe hier der Verbrauch jetzt durch die anderen Felgen kommt. Wahrscheinlich nicht. Vor 144 Kilometern getankt. Ich tanke ja mal voll. Das ist immer so ein bisschen das leidige Thema. Für die Stadt kein Problem, alles super. Bei Touren, puh, da müsst ihr schon immer wirklich gucken, wie viel habe ich noch drin, wie ist mein Verbrauch. Manchmal sind die Tankanzeigen auch nicht genau. Aber eine riesen Reichweite kriegt man damit nicht hin. Ich sag mal so, ja, um die 200 Kilometer vielleicht. Also man wird dann immer so ein bisschen zu Zwangspausen gezwungen, was ja vielleicht auch nicht schlecht ist. Solange noch eine Tankstelle in der Nähe ist und man da rankommt. Auf jeden Fall kann man sagen, Fahrspaß ist da mit den 13 Zoll Felgen. Sie sind anders. Ob besser, müsst ihr entscheiden für euch. Ich finde es toll, dass man jetzt da durchschauen kann. Diese filigranen Speichen finde ich klasse. Auch wer seine Vespa anschließen will, kann jetzt am Hinterrad schöne dicke Kette durchmachen. Funktioniert auch super. Also das sind so Vorteile davon. Man sieht schön die Bremse und das Federbein. Ich werde demnächst jetzt auch mal testen, wie der Federungskomfort ist, ob diese andere Höhe der Reifen was ausmacht. Ich mache demnächst wahrscheinlich meine Winterreifen wieder rauf mit den 12 Zoll Felgen. Das sind ja wieder 70er Reifen. Mal gucken, ob sich dann der Federungskomfort da irgendwie ändert. So, 149 Kilometer. Schauen wir mal, was reinpasst. Gucken wir mal. So. Liter.
0,36. So, dann wollen wir es jetzt nochmal genau wissen. Haben wir hier einen Taschenrechner. 4,24 Liter Verbrauch. Na gut, bin jetzt ein bisschen Autobahn geschrubbelt, aber nicht gerade wenig. Ja, also das war der Test heute der 13 Zoll Felgen. Also Resümee, auf der Autobahn bin ich der Meinung, hilft es ein bisschen die Stabilität der Vespa zu erhöhen. Gerade Auslauf ist ein bisschen besser. Die Stabilität in schnelleren Kurven ist besser. Aber wer hauptsächlich in der Stadt fährt und es jetzt nicht aus optischen Gründen macht, der kann auch gut bei den 12er bleiben. Ja, ich mache mich jetzt langsam wieder auf die Heimreise. Und ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns wie immer dann nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann, macht's gut. Ciao.